Dann herzlich willkommen zur letzten Medienrunde vor einem Spiel in der dritten Liga in dieser Saison. Wir spielen am Samstag schon um 13.30 Uhr bei der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Werden noch einmal von 500 bis 600 Schlachtenbummlern begleitet ins Rudolf-Habig-Stadion und werden uns dann dort aus der Liga verabschieden. Das tun wir natürlich mit Uwe Schubert, der uns coachen wird. Schön, dass du auch da bist. Uwe, herzlich willkommen. Euch, liebe Kollegen, auch ein herzliches Willkommen und dann legt los mit euren Fragen, bitte. Wer mag starten? Hallo zusammen. Ja, schönen guten Tag. Hermann, bitte. Okay, dann fange ich an. Zunächst, wie geht man so ein Spiel an, in dem es um so gar nichts mehr geht? Ja gut, erstmal ist es nicht so, dass es um gar nichts mehr geht, zumindest nicht für Dynamo Dresden. Ich denke, Dresden möchte, obwohl sie ja noch im Endspiel gegen Aue sind im Pokal, den Platz 4 mit 59 Punkten verteidigen. Und ja, also geht es für Dresden schon mal noch um was. Ja, und bei uns gilt es einfach da, sich vernünftig zu verabschieden. Nochmal, also welche Erwartungen haben Sie dann an die Mannschaft? Dass wir ein ordentliches Spiel abliefern und nicht die Punkte verschenken. Wenn ich das richtig verstanden habe, läuft Ihre Lizenz, die Mannschaft zu betreuen, in diesen Tagen aus. Also wie haben Sie sich da geeinigt, dass Sie trotzdem auf der Bank sitzen dürfen? Es sind nur 15 Tage, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da hat es Gespräche mit dem DFB zu gegeben, sind im Austausch und klar ist, dass Uwe am Samstag auf der Bank sitzen wird und darf. Okay. Dann hätte mich interessiert, wie ist eigentlich, Branimir Bajic arbeitet ja mit Ihnen zusammen, wie ist da die Aufgabenverteilung? So wie sie die ganzen Wochen war, dass wir gemeinsam das Trainingsprogramm besprochen haben, dass wir gemeinsam die Aufstellung besprochen haben, dass wir uns ausgetauscht haben über Spieler. Er war hauptsächlich auch für Standardsituationen verantwortlich. Und ja, da wird sich in den letzten zwei Tagen nichts mehr dran verändern. Nein, das habe ich mir schon gedacht, aber ich hätte das gerne für die ganze Zeit gewusst. Also das haben Sie ja jetzt erklärt. Mirko, möchtest du mal übernehmen? Sonst kann ich da stundenlang, aber es ist sehr langweilig, wenn immer nur ich spreche. Auch wenn du stundenlang willst. Ich hätte jetzt, wir haben, oder der U19-Kapitän verlässt jetzt den Verein. Beim Stürmer ist es noch unklar. Wie sieht da so die weitere oder insgesamt die Planung für die nächste Saison auch aus, auch was die eigene Jugend angeht? Also in die Kaderplanung oder an der Kaderplanung arbeitet, soweit ich informiert bin, der Chris Schmoldt gemeinsam mit Michael Breetz und ich kann da nichts weiter zu sagen. Okay. Das wundert mich jetzt schon, dass Sie sagen, soweit ich informiert bin als NLZ-Leiter und damit auch jemand, der für die U19 am Ende verantwortlich ist, sollte man ja mehr wissen oder sagen können, als soweit ich informiert bin. Ja gut, dann konkretisiere ich das nochmal. Wir haben ja nicht erst jetzt, seitdem ich hier oben Trainer bin, sondern wir haben ja im Vorfeld schon darüber gesprochen. Und da haben wir uns natürlich auch ausgetauscht und dann habe ich natürlich auch meine Meinung dazu gesagt. Aber ich bin jetzt aktuell nicht in den Gesprächen mit U19-Spielern und Abläufen involviert. Ja, Michael Preetz hat aber in der Jahreshauptversammlung oder Mitgliederversammlung, um es richtig zu sagen, erklärt, dass er davon ausgeht oder hofft, dass sie mindestens einen Spieler jeweils aus der U19 in die erste Mannschaft hochziehen. Das haben wir ja mit, Baduan Yavuz getan in diesem Jahr. Kommen wir weitere in Frage? Das werden die Gespräche mit den Spielern ergeben, wenn die zu Ende geführt worden sind. Also es wird noch mit Spielern gesprochen, die möglicherweise für diesen Kader in Frage kommen. Das ist so, ja. Und es ist mehr als einer. Einer hat schon unterschrieben und wir sind in weiteren Gesprächen, ja. Oder der Verein ist in weiteren Gesprächen. Nun wird man ja auch darüber nachdenken, ob man den einen oder anderen, auch wenn es im Moment gedanklich etwas schwerfällt, aus diesem Kader für die Zukunft brauchen könnte.
Sie haben ja jetzt einen intensiven Einblick gewonnen in die Dynamik der Mannschaft und das, was jeder so mit dem Ball kann. Sind Sie in diese Gespräche eingebunden? Temporär würde ich das beschreiben, ja. Was heißt temporär? Ja, dass wir natürlich doch immer im Austausch sind. Wir waren die letzten 4 Wochen im Austausch. Die letzten 4 Wochen hat der eine oder andere mehr gespielt, als er vielleicht auch vorher nicht gespielt hatte. Und es gibt immer wieder ein neues Update und dann wird man natürlich auch mal nach seiner Meinung gefragt, die ich dann auch intern kundgeben werde. Willst du nochmal, Mirko, sonst ich kann, wie gesagt, ich kann das unendlich lang. Mach erstmal, du siehst aus, als hättest du noch. Okay. Dann, wie reflektieren Sie die Zeit, die Sie jetzt mit der Mannschaft verbracht haben, Herr Schubert? Ja, es war keine einfache Zeit, weil als ich die Mannschaft übernommen habe, hieß es, wir haben nur noch 1%, um in der Liga zu bleiben. Dann gewinnst du zu Hause gegen Sandhausen und die anderen holen dann zwischendurch auch mal keine Punkte. Dann fährst du nach Lübeck, da führst du nach 68 Minuten 3-1. Da hast du natürlich auch Hoffnung, dass du dieses Spiel gewinnst und verlierst 5-3. Ja, und dann bekommst du mit, dass die anderen wieder Punkte holen und dann bist du abgestiegen am Wochenende. Und ich habe schon mehrfach gesagt, aber das ist auch eine Dauerschleife, die brauche ich nicht mal wiederholen. Das macht natürlich was mit einem, wenn man so verwurzelt ist mit dem Verein. Dann spielst du 2-2 gegen Aue in dem Spiel, was von anderen Dingen überschattet wurde. Die Arbeit auf dem Platz mit den Jungs in der Kabine, da sage ich aus meiner Erfahrung von früher, hat sich das eine oder andere ein bisschen verändert, weil die Jungs natürlich auch heute eine andere Generation sind. Aber ich kann, außer dass wir halt nur 4 Punkte aus 3 Spielen geholt haben, überhaupt nicht sagen, was mir negativ aufgefallen wäre. Also die Jungs haben zugehört, wir haben es ein bisschen aus meiner Sicht, oder ich habe es ein bisschen gemeinsam mit Bayer runtergebrochen und bin auf die Basics eingegangen, weil ich gesagt habe, wir müssen uns verbessern in der Verteidigung. Ist uns nicht ganz gelungen. Wir haben 8-8 Tore. Das sagt dann auch über Qualität was aus, wenn man das dann runterbricht und immer wieder ansagt. Aber ich habe auch immer vorher gehört, wir schießen keine Tore. Und wenn wir dann ein ausgeglichenes Torverhältnis von 8-8 haben, dann sage ich ja, im Nachwuchsbereich sage ich meinen Trainer immer, ich möchte ein positives Torverhältnis. Aber das kriege ich nicht mehr hin. Und deswegen sind viele Situationen gewesen, wo man dann drüber nachgedacht hat, was hätte werden können, wenn man vielleicht schon früher was verändert hätte oder ja, aber das ist alles Spekulation und das bringt heute nichts mehr. Es ist bitter, dass wir den Gang in die Regionalliga gehen, aber das habe ich auch schon mal betont. Würden Sie es nochmal machen? Also nicht in die Regionalliga gehen, sondern die Mannschaft übernehmen? Herr Gewitz, wir kennen uns jetzt so lange und ich habe vorher 3-mal gesagt, ich mache das nicht mehr, 4-mal gesagt, ich mache das nicht mehr. Und ich saß dann plötzlich doch wieder hier und Stand heute ist Samstag das letzte Spiel und dann gehe ich wieder in mein NLZ. Da bin ich ausgelastet, das macht mir Spaß. Ich möchte nicht sagen, dass mir das jetzt hier keinen Spaß gemacht hat, wenn man mal von den Umständen absieht, auf dem Platz, das war alles gut und Kabine sagte ich auch. Aber das ist eine Frage, die ich hier nicht beantworten kann. Weil man sieht ja, dass man im Fußball einfach nichts ausschließen kann. Ja. Und wenn ich heute sage, nein, ich mach's nicht mehr und sitze dann wieder hier, Sie haben mir vor ein paar Tagen auch gesagt,
jetzt haben sie es ja doch nochmal gemacht. Und dann sage ich ja. Okay, es zählt ein bisschen mehr dahin zu sagen, das hätte ich mir besser nicht angetan. So, daran, das war der Gedanke. Ich bin ja viel zu sehr mit dem Verein verwurzelt. Und ich habe ja nicht gerufen, hallo, kommt auf mich zu, ich möchte das mal machen. Sondern es war halt aus der Situation heraus und man kann nicht sagen, man hilft und man übernimmt Verantwortung und dann duckt man sich weg. Ich glaube, die gibt es in unserer Gesellschaft viel zu häufig. Und auch im Sport. Ja. Dann noch, wie geht so eine Saison dann zu Ende? Also das Spiel ist abgepfiffen, alle duschen sich artig, dann setzt man sich in den Bus oder wie auch immer sie nach Hause kommen und dann? Dann gehe ich in meine, dann habe ich erstmal Sonntag und Montag Pfingsten und am Dienstag sitze ich an meinem Arbeitsplatz im NLZ. Und die Spieler gehen einfach so auseinander, es gibt keine Verabschiedung oder sonst wie sowas? Ich gehe schon davon aus, dass der MSV das so macht, wie sich das gehört und dann werden auch die Spieler verabschiedet. Das liegt aber nicht in meiner Hand. In wessen Hand liegt das? In denen, die mir übergeordnet sind. Weil ich verabschiede keine Spieler. Ich bin Trainer. Naja, gut, man hat ja eine gemeinsame Zeit miteinander verbracht. Da würde man ja, natürlich werde ich. Ja, die Spieler, die jetzt ausfallen oder die verletzt sind, zum Teil heute hier waren beim Training, natürlich wünsche ich denen alles Gute, aber ich bin jetzt nicht die offizielle Person, die Spieler nach Vertragsende beim MSV verabschiedet. Das wollte ich damit sagen. Das habe ich verstanden, ja klar. Aber was ich jetzt dachte, ob man nochmal ein Bier zusammen trinkt und sagt, naja, war jetzt nicht so dolle, aber. So ist das Leben eben. Ja, kann durchaus sein, ja. Nochmal einmal was ganz Prosaisches. Wer fällt aus? Wer kann nicht spielen? Wer ist also fünfte gelbe Karte für Marvin? Das ist eine ganz lange Liste, Herr Kewitz. Eine ganz lange Liste. Also Tommy Blädel hat Kreuzbandriss, Marvin Knoll fällt aus. Mogoldei, Baggerlord, Skincheck sind krank bzw. haben eine Muskelverletzung und die Dauerausfälle oder die längeren Ausfälle schon. Bitterfälscher, Giert, Anari, Mai, Ekene, Jander und Köpke sind bekannt. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Sei verziehen. Es sei verziehen, wenn es so ist. Ja. Ja, jetzt bin ich durch. Danke, Hermann. Gibt es von euch anderen noch Fragen? Mirko ist auch beglückt. Sven, von dir noch eine Frage? Ja, gerne. Und zwar, Sie haben ja gerade schon gesagt, dass es für Dresden noch um etwas geht. Für den MSV geht es um gar nichts mehr quasi. Wie motiviert man in der Kabine so eine Mannschaft, für die es ja persönlich um gar nichts mehr geht? Also es geht quasi nur darum, das letzte Mal zu spielen in der dritten Liga. Welche Worte wählt man und wie viel kann man die Spieler nochmal anpacken, ein vernünftiges letztes Spiel zu zeigen? Alleine schon aus der Motivation heraus, dass es bei Dresden noch um irgendwas geht. Glaube ich einfach, wenn man Sportler ist, wenn man das letzte Spiel in der dritten Liga spielt, wenn man ein junger Mensch ist, dann ist erstmal meine Erwartungshaltung, dass man dann auch mal Vollgas gibt. Wie backen wir das an? Indem wir versuchen, 11 plus 5, die wir wechseln können, auf den Platz zu bekommen, die ein Stück weit für sich auch nochmal spielen, indem man sagt, ihr habt nochmal die Bühne, ich glaube, das Stadion wird ziemlich voll sein. Und dann als Gruppe nochmal, weil wir haben ja im Vorfeld auch immer wieder darüber gesprochen, es ist auch eine mentale Geschichte, wenn du da unten stehst, unterm Strich und du musst Punkte holen, jetzt gibt es diese mentale Geschichte nicht mehr, sie können befreit aufspielen. Und
Ich sagte es gerade schon, wir haben in den zwei Heimspielen 4 Punkte geholt. Es wäre auch nochmal schön, wenn man auswärts vielleicht nochmal 1 Punkt oder 3 Punkte holen könnte. Wohl wissen, dass es sehr, sehr schwer ist. Und mir ist doch noch eine Frage eingefallen. Also, ich wollte aber nicht unterbrechen. Ja, ich hätte noch eine Frage, und zwar mit Blick auf die neue Saison. Welche Erwartungen und Hoffnungen haben Sie? Sie werden kein Trainer mehr sein nächstes Jahr, aber jetzt von Ihrer Perspektive, gerade als Interimstrainer aus, ja, welche Erwartungen haben Sie jetzt an die erste Mannschaft, wie es weitergeht nächste Saison, und was erwarten Sie vom MSV Duisburg jetzt für die neue Saison? Am liebsten würde ich mir wünschen, dass wir eine ordentliche Mannschaft haben, dass wir den richtigen Trainer dazu finden oder das richtige Trainerteam, das richtige Staffteam, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen, so wie der jetzige Aufsteiger aus der Regionalliga, mit einem besseren Start als dieser hatte, mit einem vollen Stadion. Und dass die Menschen, der Verein, alle, die dazugehören, ganz eng zusammenrücken und sagen, ja, es hat sich, wie die Medien ja auch oft berichtet haben, in den letzten Jahren immer wieder angedeutet, und dieses Jahr hat es uns erwischt, aber in der kommenden Saison packen wir das an und wir werden das wieder gerade rücken. Ein Trainer, der, ja, auch mit Nachwuchsspielern oder mit dem NLZ ordentlich zusammenarbeitet. Auch das habe ich in einer der ersten BKs gesagt. Ich habe hier auch mit allen Trainern immer versucht, gut zusammenzuarbeiten, unterstützend zu wirken. Auch wenn man nicht immer der gleichen Meinung ist, kann man sich streiten, aber ich kann für mich sprechen, dass ich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen in den ganzen Jahren immer versucht habe, auch da meinen Input zu geben, wenn ich dann gefragt wurde. Und wie weit ist die Trainersuche momentan fortgeschritten? Das kann ich nicht beantworten, weil ich nicht der Ansprechpartner dafür bin. Okay, dann wäre es erstmal von meiner Seite aus. Ich wollte wissen, wer ist Kapitän? Da ich das dem Spieler selbst noch nicht gesagt habe, werden wir, wenn wir die Aufstellung dann haben, das erst im Mannschaftskreis besprechen. Aber wir werden einen finden, der die Binde trägt, Herr Gewitz. Naja, davon gehe ich ja aus. Aber jetzt alle potenziellen Kandidaten fallen ja aus. Ja, aber wir haben ja weitere Spieler, die Verantwortung übernehmen wollen und Verantwortung übernehmen können. Und da werden wir einen Kapitän finden. Aber ich habe dem Spieler das noch nicht gesagt und deswegen möchte ich es ihm erst sagen. Alles klar. Immerhin ein Geheimnis. Wie bitte? Immerhin ein Geheimnis. Na, es gibt keine Geheimnisse. Gut, dann vielen Dank für eure Fragen, Uwe, für deine Antworten. Euch morgen guten Flug, gute Reise nach Dresden. Wir sehen uns da am Samstag. Und ich ahne, dass wir uns in dem Kreis dann demnächst einmal sehen bei der Vorstellung unseres neuen Trainers. Um dich, Sven, zu beruhigen, es laufen durchaus Gespräche mit Trainern. Schönen Dank. Danke, euch alles Gute. Bis dann. Danke. Ciao. Schöne Pfingsten.